Jetzt kommen wir zum Punkt 43, Beschlussempfehlung Bericht Ausschuss für Digitales und Datenschutz, Vorlage des hessischen Datenschutzbeauftragten, Herrn Professor Rosnall. Herr Professor Rosnall, sind Sie herzlich willkommen hier im Hessischen Landtag. Ich darf zunächst dem Berichterstatter Thorsten Leveringhaus, BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN, das Wort erteilen. Bitte sehr, Thorsten. Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Beschlussempfehlung und Bericht des Ausschusses für Digitales, Innovation und Datenschutz zum 51. Tätigkeitsbericht Datenschutz 2022 und den 5. Tätigkeitsbericht Informationsfreiheit. Hierzu auch die Stellungnahme der Landesregierung. Die Beschlussempfehlung des Ausschusses für Digitales, Innovation und Datenschutz. Wir empfehlen dem Plenum den Tätigkeitsbericht zum Datenschutz und zur Informationsfreiheit des Hessischen Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit zur Kenntnis zu nehmen und darüber eine Aussprache im Plenum zu führen. Vielen Dank. Vielen Dank für den Bericht. Herr Professor Rosnall, Sie haben das Wort. Bitte sehr. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, ich stelle den 51. Tätigkeitsbericht zum Datenschutz vor. Der Tätigkeitsbericht betrifft das Jahr 2022. Das Ende des Berichtszeitraums ist schon ein Jahr her. Die Landtagswahl und die Bildung der neuen Regierung haben eine frühere Vorstellung und Diskussion im Landtag verhindert. Ich beschränke mich auf wenige Highlights und nehme auch Bezug auf weitere Entwicklungen in 2023 und 2024, soweit die relevant sind. Das wichtigste Ergebnis des Berichts lautet, wie auch im Jahr zuvor, im Jahr 2022 waren in Hessen keine schwerwiegenden Verstöße gegen den Datenschutz festzustellen. Datenschutz wird in Wirtschaft und Verwaltung weitgehend akzeptiert. Die Grundrechte der Bürgerinnen und Bürger auf informationelle Selbstbestimmung und Datenschutz sind überwiegend geschützt. Das heißt aber nicht, dass die Vorgaben des Datenschutzes überall akzeptiert werden und befolgt werden. Es bedeutet aber, dass nach dem Eingreifen der Datenschutzaufsicht das Fehlverhalten meist korrigiert wird. Auch im 5. Jahr der Europäischen Datenschutzgrundverordnung waren ihre Anforderungen oft nicht bekannt. Oder sie wurden ignoriert, um individuelle Vorteile zu erzielen oder sich das Leben zulasten anderer leichter zu machen. Dies führte zu vielen Beschwerden und Beratungsanfragen, erforderte das Eingreifen der Datenschutzaufsicht sowie Anordnungen im Einzelfall. Die Gesamtzahl der schriftlich zu bearbeitenden Verfahren sank leicht von 7.300 auf 5.800 und scheint sich damit auf einem sehr hohen Niveau zu stabilisieren. Einen deutlichen Anstieg gab es jedoch bei den Geldbußen von 29 im Jahr 2021 auf 113 im Jahr 2022. Um diese vielen Einzelfälle kümmern wir uns intensiv. Sie beanspruchen den überwiegenden Teil unserer Arbeitskraft. Wir versuchen aber zunehmend auch die Grundlagen von Datenschutzproblemen anzugehen. Und diese sind in großen IT-Systemen zu finden, die nicht datenschutzkonform sind und in Geschäftsmodellen, die Datenschutz ignorieren. Können wir diese Grundprobleme lösen, verhindern wir auch Grundrechtsverletzungen in vielen tausend Einzelfällen. Hierbei waren wir 2022 unterschiedlich erfolgreich. Datenschutz ist schwierig durchzusetzen, wenn die meisten Verantwortlichen IT-Systeme nutzen, deren Anbieter nicht willens sind, die europäischen Datenschutzanforderungen zu erfüllen. Dies ist bei großen IT-Plattformen der Fall, die von weltweit agierenden Konzernen angeboten werden. Ein Teilproblem, nämlich die Datenübermittlung in die USA, wurde inzwischen durch den Angemessenheitsbeschluss der Europäischen Kommission
vom 10. Juli 2023 gelöst. Damit sind aber die vielen anderen Verstöße gegen europäisches Datenschutzrecht nicht beseitigt. Hierzu zwei Beispiele. So begeht Meta beim Angebot von Facebook-Seiten mehrfache Datenschutzverstöße, die von Gerichten rechtskräftig festgestellt worden sind, zuletzt vom EuGH in seiner Entscheidung vom 4. Juli 2023. Anbieter von Facebook-Seiten unterstützen die rechtswidrige Datenverarbeitung durch Meta. Sie berufen sich auf die große Reichweite von Facebook. Ob dies die Unterstützung rechtswidriger Datenverarbeitung rechtfertigt, wird derzeit in einem Musterprozess zwischen dem Bundesdatenschutzbeauftragten und dem Bundespresseamt vor dem Verwaltungsgericht Köln geklärt. Ein anderes Beispiel, Microsoft 365. Microsoft fordert für die Nutzung dieses Softwarepakets Datenschutzvereinbarungen zu unterschreiben, die vielfach gegen Datenschutzrecht verstoßen. Unter anderem nimmt sich Microsoft dabei heraus, die Daten der Kunden, Schüler, Lehrkräfte, also allen Nutzenden, für eigene Zwecke zu verarbeiten, ohne offenzulegen, für welche Zwecke. Microsoft und Meta haben ihren europäischen Hauptsitz in Irland. Für sie ist die irische Aufsichtsbehörde zuständig. Ich bin zuständig für die hessischen Nutzenden. Diese sind bei Nutzung dieser Systeme im Regelfall nicht in der Lage, ihrer datenschutzrechtlichen Verantwortung zu entsprechen. Sie müssten zu Anbietern wechseln, die datenschutzkonforme Techniksysteme anbieten. Dies ist bei Facebook leichter als bei Microsoft. Insbesondere von Microsoft fühlen sich die meisten Verantwortlichen abhängig. Wir haben über die Rechtswidrigkeit dieser Datenverarbeitung informiert. Ich berücksichtige diese Abhängigkeit und fordere von Verantwortlichen erstmal nur, dass sie das tun, was ihnen einfach möglich ist, nämlich von Microsoft datenschutzgerechte Vereinbarungen zu fordern. Hierbei werde ich von den IHKs unterstützt. Im Gegensatz zum nicht öffentlichen Bereich haben wir in dieser Frage im öffentlichen Bereich große Fortschritte erzielt. Seit 2022 werden in den Schulen und Hochschulen Hessens datenschutzgerechte Videokonferenzsysteme eingesetzt. In der Landesverwaltung erhielt in der Ausschreibung für Hessen Connect 2.0 ein Angebot den Zuschlag, das Datenschutzanforderungen entspricht. Alle diese Systeme sind Open Source und werden von hessischen Anbietern erbracht. Auch das Schulportal ist ein souveränes, von Großkonzernen unabhängiges Techniksystem. Überhaupt werden in den Verwaltungsbehörden des Landes derzeit große und anspruchsvolle Digitalprojekte konzipiert, geplant und umgesetzt. Stichworte sind der Online-Zugang zur Verwaltung, Registermodernisierung und die souveräne Verwaltungscloud. In diesen Projekten sind wir intensiv beteiligt und beraten aktiv. Es hat sich als richtig erwiesen, auf Beratung statt auf Interventionen zu setzen und mit den Verantwortlichen zusammen nach rechtmäßigen Lösungen zu suchen. Uns gemeldete Cyberkriminalität und Angriffe auf IT-Systeme nahmen im Jahr 2022 um ca. 10% ab, von 2000 auf 1750. Sie sind aber immer noch viel zu viel. Im Jahr 2023 sind die gemeldeten Datenschutzverletzungen leider wieder auf 2000 gestiegen. Einen großen Teil betreffen Ransomware-Angriffe. Bei diesen verschlüsseln die Angreifer Daten und bieten die Schlüssel zum Entschlüsseln gegen hohe Geldsummen an. Seit 2022 stellen wir einen Trend fest, dass viele Angriffe auf IT-Dienstleister zielen.
Diese übernehmen jeweils für hunderte Unternehmen und Behörden die Datenverarbeitung. Damit wird in vielen Fällen der Schaden multipliziert. Wir prüfen und beraten in all diesen Fällen, welche Maßnahmen zur Schadensbegrenzung zu ergreifen sind und wie die Wiederholung erfolgreicher Angriffe verhindert werden kann. Auch sorgen wir dafür, dass die betroffenen Personen rechtzeitig informiert werden und Schutzmaßnahmen ergreifen können. Auch im Arbeitsleben ist die Digitalisierung weiter vorangeschritten. Sie ermöglicht Beschäftigte immer intensiver hinsichtlich ihrer Leistungen und ihres Verhaltens zu überwachen. Es ist jedoch keinesfalls zulässig, alle Beschäftigten unter Generalverdacht zu stellen. Daher haben wir es zum Beispiel einer Spedition untersagt, die Fahrer und Fahrerinnen mit Außenkameras und Kameras in den Fahrkabinen beim Fahren lückenlos zu überwachen. Bei der Polizei, dem Landesamt für Verfassungsschutz und mehreren Staatsanwaltschaften stellten Datenschutzprüfungen keine gravierenden Verstöße gegen Datenschutzvorgaben fest. Kritische Anmerkungen habe ich im Gesetzgebungsverfahren zur inzwischen beschlossenen Novelle des HSOG vorgetragen. Im Verfahren zur automatisierten Auswertung von Polizeidaten vor dem Bundesverfassungsgericht habe ich auf Datenschutzrisiken hingewiesen. Diese wurden im Urteil des Gerichts aufgegriffen und bestätigt. Das Gericht hat die gesetzliche Ermächtigung für diese automatisierte Auswertung für verfassungswidrig erklärt. Inzwischen wurde diese Ermächtigung den Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts angepasst. Ob dies vollständig umgesetzt ist, ist derzeit noch in der Prüfung. Mit dem 51. Bericht zum Datenschutz veröffentlichte ich auch den 5. Bericht zur Informationsfreiheit in Hessen. Beschwerden und Beratungen sanken 2022 leicht von 123 auf 110. Im Gegensatz zu anderen Bundesländern und dem Bund gilt die Informationsfreiheit in Hessen erstmal nur in der Landesverwaltung. In den Gemeinden und Landkreisen gilt sie nur, soweit diese sie durch Satzung übernommen haben. Nur eine Minderheit hat es bisher getan. Daher gilt in Hessen die Informationsfreiheit in vielen praktisch relevanten Verwaltungsbereichen nicht. Im Jahr 2022 hat jedoch Wiesbaden eine Informationsfreiheitssatzung erlassen. Ein Beispiel, dem andere Kommunen folgen sollten. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Herzlichen Dank, Herr Professor Rosnarl, für den Bericht. Ich eröffne die Aussprache und zunächst spricht Frau Kollegin Kunz von der SPD-Fraktion. Bitte sehr. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrter Herr Professor Dr. Rosnarl. Zunächst einmal vielen Dank für den umfassenden Bericht und vor allem für Ihr Bemühen um Datenschutz und um Datensparsamkeit. Bitte richten Sie diesen Dank auch an die Damen und Herren in Ihrer Behörde aus, die nicht nur engagiert Hinweisen nachgehen, sondern im Vorfeld beratend zur Seite stehen, dem Landtag, aber auch der Landtagspräsidentin und vielen, vielen anderen. Gerade in dem sehr komplexen Feld Datenschutz und im Bezug auf Datensparsamkeit ist es sicher leichter, präventiv auf Risiken hinzuweisen, als im Nachgang auf Hinweise zu reagieren. Auch weil es dann ja nicht immer nur den Einzelnen oder die Einzelne betrifft, der sich da beschwert hat, sondern viele, viele andere auch betroffen sind. Ich denke da an den von Ihnen beschriebenen Fall auf der Go-Kart-Bahn. Dort mussten personenbezogene Daten abgegeben, ein Foto gemacht werden. Das alles wurde dann ein Jahr lang gespeichert. Ohne Zustimmung zu dem Vorgang war die Nutzung der Bahn nicht möglich.
Das ist ein gutes Beispiel für unnötige und massenhafte Speicherung personenbezogener Daten. Und ich frage mich, wie viele Bilder wurden da gespeichert, wie viele Daten für einen spaßigen Nachmittag einfach so abgegeben. Und nach Beschwerde ist dem Betreiber nun doch möglich, den Go-Kart-Spaß datenschutzkonform anzubieten. Es geht auch ohne Bild. Datenschutz und Datensparsamkeit sind möglich. Und ich werbe heute an dieser Stelle ganz explizit dafür. Der vorliegende Bericht bezieht sich auf 2022. Einiges, was aufgeführt wurde, ist längst überholt. Wir haben heute keine Testzentren mehr. Einiges ist aber immer noch aktuell. Datenschutz schützt uns alle vor Angriffen und vor Erpressungen mit unseren Daten, unsere Kommunen, ich sage mal das Stichwort Cyberangriffe, und uns als Einzelne, unsere Gesundheitsdaten, unsere Forschung und unsere Entwicklung vor übermäßigen Kontrollen am Arbeitsplatz, aber auch unsere Wirtschaft und unseren Wohlstand. Hier werden Innovationen geschützt, damit nach teurer Entwicklung auch die Wertschöpfung im Unternehmen vor Ort stattfindet. Und Datenschutz scheint manchmal Mühe zu machen. Sie haben es aufgeführt, denn manchmal mag man lieber auf das bestehende Angebot zurückgreifen, auf das Bekannte, das, was alle nutzen. Das ist vermeintlich viel einfacher als datenschutzkonforme Systeme. Die anderen machen es auch so. Es ist so anwenderfreundlich. Sie haben das Beispiel von Microsoft aufgeführt, bei dem man mit der Nutzung von 365 eine Datenschutzvereinbarung einfordert, die vielfach gegen unser Datenschutzrecht verstößt. Welche Auswirkungen hat sowas für Behörden, für Schulen, für Unternehmen, wenn sie dieses System nutzen? Wie gesagt, nur weil etwas anwenderfreundlich ist, vermeintlich, sind unsere Daten dort nicht immer gut aufgehoben und geschützt. Sehr geehrter Herr Prof. Dr. Rossennagel, bleiben Sie in dem Bereich hartnäckig und bringen Sie uns zum Nachdenken, bevor wir klicken. Im Bereich der Informationsfreiheit, auch das haben Sie im Bericht aufgeführt und hier noch einmal aufgegriffen, mit dem Ziel, das Verwaltungshandeln transparenter zu machen, werden wir alle gemeinsam noch viele dicke Bretter bohren. Der im Bericht zitierte Fall aus dem RP Darmstadt zeigt das in Anführungszeichen Abschreckungspotenzial. Datenschutz schützt uns alle und erfordert uns alle. Digitalisierung verbindet Forschung, ermöglicht Teilhabe, erleichtert Behördengänge und vieles mehr. Und es wird unsere Aufgabe sein und bleiben, dabei die Privatsphäre der Menschen in Hessen und ihr Recht auf informelle Selbstbestimmung im Blick zu behalten und sie zu ermutigen, unterstützen und zu motivieren, ihre Rechte und ihre Privatsphäre zu schützen. Und uns und Ihnen und Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wünsche ich dabei weiterhin viel Erfolg. Vielen Dank. Meine Damen und Herren, das war die erste Rede unserer Kollegin Kunz. Herzlichen Glückwunsch, Gästen. Nächster Redner ist der Kollege Leveringhaus. Thorsten, bitte. Ja, sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrter Herr Prof. Dr. Rossennagel, auch ich möchte, so wie es sich gehört, meine Rede mit einem großen Dankeschön beginnen. Ein Dankeschön an Sie, Herr Prof. Dr. Rossennagel, aber stellvertretend für Ihr gesamtes Team, für die Arbeit, die Sie in diesem wichtigen und immer wichtig werdenderen Bereich machen und über die wir heute aus Anlass des 51. Tätigkeitsberichtes zum Datenschutz und 5. Bericht zur Informationsfreiheit diskutieren. Der Bericht bezieht sich, das haben Sie erwähnt, meine Vorrednerin auch, auf das Jahr 2022. Auch ich möchte es meiner Rede gerne voranstellen, damit es vielleicht an der einen oder anderen Stelle nicht wundert, über was wir da genau reden. Und Sie beginnen den Bericht mit einer Feststellung, dass für den Datenschutz in Hessen im Berichtszeitraum
keine schwerwiegenden Verstöße festzustellen waren, ganz im Gegensatz zur Entwicklung in Deutschland und im Rest der Welt. Das hört man als Landespolitiker natürlich gerne, gerade in einem Bundesland, das das erste formelle Datenschutzgesetz hatte und den ersten Datenschutzbeauftragten. Doch auch in Hessen haben Sie noch genügend Beispiele gefunden, und die Dicke des Berichtes drückt das ja auch aus, wo der Datenschutz hinten angestellt oder schlichtweg einfach vergessen worden ist. Dabei sind das auf der einen Seite Fälle, die man sich vielleicht mal genauer anschauen muss, weil am Ende doch auf eine gemeinsame Lösung kommt. Genannt sei hier der Punkt Äußerungen in Sitzungen von kommunalen Gremien, auf den ja auch besonders in der Stellungnahme der Landesregierung eingegangen wurde. Wir haben über diesen Punkt im Ausschuss für Digitales und Datenschutz gesprochen, und Sie haben ausgeführt, dass es hier um einen expliziten Fall ging, über den ich mich als Kommunalpolitiker dann auch stark gewundert habe, und es nicht generell den Ablauf einer normalen Sitzung betraf. Und ich glaube, die Landesregierung konnte dann auch, Sie waren ja anwesend, feststellen, dass wir da doch einer Meinung sind an diesem Punkt. Es gibt aber auch andererseits Punkte, die zeigen, dass es unstrittig klare Verstöße waren und sind. Und da hätte man auch im Jahr 2022 schon drauf kommen können, dass das ein klarer Verstoß ist. Ich beziehe mich da auch auf den Fall, den Sie schon angesprochen haben, der Fahrerüberwachung durch Kameras, bei denen eben auch der Innenraum von Fahrzeugen über Nacht überwacht wurde. Diesen Fall hätte man auch, so nenne ich jetzt mal die Unterrubrik Videoüberwachung, ein Dauerbrenner, auch da hätte man den Fall auflisten können. In diesem Bereich gab es im Berichtszeitraum 408 Beschwerden und 80 Beratungsanfragen. Und das zeigt, dass man dieses Mittel der Videoüberwachung gerne einsetzen möchte, zum Beispiel um die Sicherheit zu erhöhen, aber leider oft unrechtmäßig in die Grundrechte der betroffenen Personen eingreift. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ein weiterer Dauerbrenner im Bereich Datenschutz, und auch der wird stark thematisiert, ist die Rolle Europas oder genauer die Europäisierung des Datenschutzrechts. Mit dem Europäischen Datenschutzausschuss ist dabei ein wichtiges Gremium entstanden, in dem Sie sich, und das hören wir auch immer wieder in den Berichten, die Sie uns im Ausschuss geben, intensiv einbringen. Die Zusammenarbeit im ETSA führt dann dazu, dass Entscheidungen anderer Aufsichtsbehörden korrigiert werden können. Als Beispiel wird die Geldbußen gegen Meta in Irland, also Meta, den Mutterkonzern von Facebook, in Irland angeführt. Und die Firma hatte ja auch einen großen Anteil, dass es im Jahr 2022 Rekordbußgeldsumme im Datenschutzbereich von 1,6 Milliarden Euro gibt. Und kleiner Spoiler für den 52. Tätigkeitsbericht, sowohl die Summe an insgesamt an Bußgeldern als auch die Rolle von Meta wird weiter zunehmen. Und beim Thema Bußgelder, das ist leider nicht schön, aber man kann da klatschen, ja. Und apropos Bußgelder, dieser Bereich zeigt auch, dass wir einen fleißigen Datenschutzbeauftragten haben. Denn Sie schreiben ja, 113 Bußgeldbescheide wurden im Jahr 2022 erlassen. Auf Platz 2 in Deutschland folgt das Bundesland NRW, dort sind es 85 Bußgelder. Denn Datenschutz, das ist eben kein Nice-to-have, sondern in Form der informationellen Selbstbestellung ist es im Grundgesetz verankert und deswegen wichtig zu beachten. Und zum Ende meiner Rede möchte ich dann auch noch kurz zur Informationsfreiheit kommen. Herr Prof. Dr. Rosnagel geht in seinem Bericht auf die Wichtigkeit der Informationsfreiheit ein. Und seit 2022, seit dem Berichtszeitraum, haben diese Worte sicherlich noch einmal an Gewicht zugenommen. Und auch die Entwicklung der Informationsfreiheitsgesetze in Deutschland ging natürlich weiter. Sie wurden und werden aktuell immer mehr zu Transparenzgesetzen ausgebaut. Wir als schwarz-grüne Landesregierung haben in der letzten Legislaturperiode mit dem Open-Data-Gesetz eine Möglichkeit geschaffen, Daten offenzulegen. Das war ein richtiger, das war ein wichtiger Schritt hin zu mehr freien Daten. Und jetzt kann ich mir nur wünschen, lassen Sie uns in Hessen nun nicht stehen bleiben, lassen Sie uns den zweiten Schritt machen hin zu einem modernen Transparenzgesetz, das allen Menschen und letztlich auch der Wirtschaft in Hessen nutzt. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege Leveringhaus. Das Wort hat jetzt der Abgeordnete Carsten Plätze, AfD-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren! Zunächst möchte ich Ihnen, Herr Prof. Dr. Rosnagel, im Namen meiner Fraktion für die Arbeit danken, welche Sie im Sinne des Datenschutzes in Hessen leisten. Während der Lektüre des umfangreichen Datenschutzberichtes wird klar, Datenschutz ist für Sie eine wahre Angelegenheit von Herzen. Applaus
grundsätzlich positiv anzumerken, dass das Ziel der digitalen Souveränität in der Reduzierung von Abhängigkeiten, um eigene Ziele und Werte zu wahren und vor allen Dingen Erpressbarkeit zu verhindern, durch gewissen Abstand zu den USA und China. Im Bildungsbereich haben Sie wegen des Anbieters für Videokonferenzsysteme Zoom auf Alternativen bestanden, um den permanenten Abfluss unserer Daten in die USA zu verhindern. Diesen Bemühungen zuwider läuft allerdings der neue offizielle Datenschutzrahmen zwischen der EU und den USA. Zu diesem hat die EU-Kommission, wie bereits von Ihnen erwähnt, einen Angemessenheitsbeschluss gefasst, welcher allerdings bedingen würde, dass die USA im Vergleich zum europäischen Datenschutzrecht einen mindestens ebenbürtigen Datenschutz garantiert. Dies darf bezweifelt werden, denn die vermeintlichen Sicherheits- und Aufklärungsinteressen der USA genießen weiterhin höchste Priorität. Im Übrigen ist die Massenüberwachung des Internetverkehrs durch die amerikanischen Nachrichtendienste weiterhin möglich. Der neue Datenschutzrahmen führt dazu lediglich auf, dass die US-Geheimdienste nur noch dann auf unsere Daten zugreifen dürften, sofern dies notwendig und verhältnismäßig sei. Ich denke, dem braucht man nicht mehr viel hinzuzufügen. Dies ist übrigens bereits der dritte Anlauf eines Datenschutzabkommens mit den USA. Die beiden Vorgängerregelungen wurden nach entsprechenden Klagen jeweils vom EuGH kassiert. Die Videoüberwachung wird im Datenschutzbericht recht kritisch betrachtet. Wenn aber die Polizeibehörden diese an Kriminalitätsschwerpunkten empfehlen, so sollte man die Videoüberwachung an diesen Orten unkompliziert umsetzen. Zum Abschluss möchte ich den Bogen spannen zu einem Thema ohne direkten Bezug auf den Datenschutzbericht, da hier wegen missbräuchlicher Nutzung von Daten eine permanente, akute Gefährdungslage besteht. So ist nicht nachzuvollziehen, dass in Hessen immer noch die Privatadressen von Kandidaten für politische Ämter auf den Wahlverzeichnissen benannt sein müssen, denn insbesondere Repräsentanten unserer Partei sind dadurch permanent bedroht. Diese Adressdaten werden häufig von linken Gruppierungen veröffentlicht, zum Teil mit Gewaltaufrufen versehen und führen dazu, dass wir verbalen, persönlichen und materiellen Angriffen ausgesetzt sind. Und das ist einer demokratischen Gesellschaft unwürdig. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege Blätzer. Das war die erste Rede des Abg. Blätzer. Auch Ihnen alles Gute. Herzlichen Glückwunsch dazu. Nächste Rednerin, die Kollegin Kim-Sara Speer, CDU-Fraktion. Verehrter Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen. Zunächst möchte auch ich, Herr Professor Roßnagel und seinem gesamten Team herzlich für die präzisen Berichte zum Datenschutz und zur Informationsfreiheit danken. Es erfreut mich zu hören, dass Datenschutz mit Augenmaß in Hessen überwiegend Akzeptanz findet. Der Datenschutz gewährleistet, besonders im Bereich der voranschreitenden Digitalisierung, den erforderlichen Schutz von Bürgerinnen und Bürgern vor Beeinträchtigung ihrer Privatsphäre durch unbefugte Erhebung, Speicherung und Weitergabe von persönlichen Daten. So schützt er die Freiheit des Einzelnen, selbst über die Verarbeitung seiner Daten zu bestimmen und dient damit letztlich dem Recht auf informationelle Selbstbestimmung. Dennoch bestehen Bereiche mit Optimierungspotenzial. Das wurde bereits von meinen Vorrednern angesprochen. Ich nenne hier exemplarisch etwa die Umsetzung der Datenschutzgrundverordnung oder die Informationsfreiheit auf kommunaler Ebene. In einer digitalen Welt bringen neue Herausforderungen wie Cyberkriminalität und Angriffe auf IT-Systeme hervor. Daher benötigen wir moderne und klare Rahmenbedingungen, um diesen Entwicklungen zu begegnen. Der Austausch zwischen Politik,
Wirtschaft und Bürgern ist essentiell, um diesen Rahmenbedingungen gerecht zu werden. Ungeachtet dessen dürfen aber wichtige Digitalisierungsprojekte nicht durch eine falsch verstandene Auffassung von einem grundsätzlichen Vorgang des Datenschutzes blockiert werden. Dabei bekräftigen wir die im Koalitionsvertrag festgelegten Ziele, die digitale Souveränität der Bürgerinnen und Bürger zu stärken. Dies schließt auch die Forderung des freien Datenverkehrs und die Nutzung von Daten auf freiwilliger Basis mit ein. Die ursprüngliche Zielrichtung der DSGVO, den freien Datenverkehr zu unterstützen, wird dabei wieder verstärkt berücksichtigt. Es ist essentiell, dass Datenschutz eben nicht als Hemmnis, sondern als unverzichtbare Grundlage für wichtige Digitalisierungsprojekte wahrgenommen wird. Verordnungen aus Brüssel, Gesetze aus Berlin, ein mühsamer, aber notwendiger Prozess. In einer globalisierten Welt ist die Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Organen und Institutionen auf europäischer und landesweiter Ebene unerlässlich. In einer Gesellschaft geprägt von ständigem Wandel und zunehmender Digitalisierung ist es entscheidend, notwendige Schritte zu unternehmen, um Opfer von Internetkriminalität angemessen zu schützen. Wir müssen klar positionieren, dass Opferschutz stets über dem Täterschutz stehen muss. Auch in diesem Zusammenhang darf niemals der falsche Eindruck entstehen, dass zum Beispiel die ZIT, die Zentralstelle zur Bekämpfung der Internetkriminalität, ein Instrument des Täterschutzes ist. Die Idee, dass der Schutz der Persönlichkeitsrechte von Tätern über dem Wohlbefinden und der Sicherheit der Geschädigten stehen könnte, widerspricht den grundlegenden Prinzipien unserer Gesellschaft. Gemeinsam müssen wir den Weg zu modernen, klaren und praxisorientierten Datenschutzregeln gestalten sowie uns vor überbordender Bürokratie schützen. Unser Bestreben, wichtige Digitalisierungsprojekte voranzutreiben, geht damit Hand in Hand mit der im Koalitionsvertrag festgelegten Vision, die digitale Souveränität aller zu stärken. Hierbei nehmen wir die Förderung des freien Datenverkehrs und die Möglichkeit zur freiwilligen Datennutzung in den Fokus. Dabei bildet die DSGVO einen Rahmen, den wir mit einem klaren Blick auf die ursprüngliche Zielrichtung stärken wollen, den freien Datenverkehr zu unterstützen. Vielen Dank. Meine Damen und Herren, auch das war die erste Rede. Herzlichen Glückwunsch, Kim. Alles Gute. Nächster Redner, Kollege Oliver Stierböck, FDP-Fraktion, Offenbach-Stadt. Bitte. Nicht die erste Rede, Offenbach-Stadt, du hast das Wort. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir haben es eben exemplarisch an der Rede der Kollegin Speer, herzlichen Glückwunsch zur ersten Rede, gesehen. Datenschutz wird oft als Täterschutz missverstanden. Datenschutz ist aber ein wichtiges Persönlichkeitsrecht, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und ich möchte mich daher auch im Namen der Freien Demokraten bei Herrn Prof. Roßnagel und seinem Team sehr herzlich für die geleistete Arbeit bedanken. Ihre pragmatische Sichtweise, die auch immer die Verhältnismäßigkeit im Auge hat, Ihre Sichtweise, die Plattformen über den Druck der öffentlichen Hand, über die Marktmacht der öffentlichen Hand zu stärkerem Datenschutz zu bewegen, das finden wir einen guten Ansatz, und das teilen wir. Vielen Dank für Ihre Arbeit, Herr Prof. Roßnagel. Wir müssen aber auch über die Probleme sprechen, wenn datenschutzrechtliche Vorgaben nicht mehr treffsicher sind. Untersuchungen der Industrie- und Handelskammer zeigen, dass mehr als 80% der Unternehmen
den Aufwand für die Umsetzung der Datenschutzgrundverordnung als hoch oder extrem hoch einschätzen. Und das betrifft insbesondere kleinere und mittelständische Unternehmen. Sie leiden aufgrund ihrer Größe unter der übermäßigen Bürokratie, die mit datenschutzrechtlichen Vorgaben einhergehen. Und die Unternehmen empfinden die Datenschutzvorschriften in Deutschland und Hessen als überzogen im Vergleich zu anderen europäischen Ländern. Und das ist dann auch ein eklatanter Standortnachteil für die Unternehmen in Hessen. Wir sollten daher die Vorschläge der Kammern ernst nehmen und über die Schwellenwerte für die Bestellung von Datenschutzbeauftragten sowie eine Lockerung der Regelungen für Kleinstunternehmen und Solo-Selbstständige nachdenken. Auch die Pflicht zur Führung eines Verzeichnisses von Verarbeitungstätigkeiten sowie die Informationspflichten im B2B-Bereich stellen Probleme dar. Hier braucht es endlich präzise Leitlinien, um den Anforderungen gerecht zu werden. Das Ergebnis einer Studie der Familienunternehmen zeigt, dass es äußerst aufwendig ist, den unterschiedlichen Vorgaben in den einzelnen EU-Mitgliedsländern zu entsprechen. Jedes Land und sogar jedes Bundesland strebt danach, seine eigenen Interpretationen und Anforderungen durchzusetzen. Das führt zu einem Wildwuchs an Regulierungen, der die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen mindert und unnötige Kosten verursacht. Es ist daher dringend erforderlich, auf europäischer Ebene Maßnahmen zu ergreifen, um den Wildwuchs bei den Datenschutzregelungen einzudämmen und um die Bürokratie zu reduzieren. Einige Länder, z.B. Bayern, haben hierzu konkrete Vorschläge vorgelegt. Und wir erwarten, dass auch die Hessische Landesregierung das Thema Bürokratieabbau endlich ernst nimmt und nicht nur mit Ministertitel in den Briefköpfen eines Ministeriums festlegt, meine sehr geehrten Damen und Herren. Open Data, Herr Kollege Leveringhaus hat es auch angemerkt, ist auch ein wichtiges Thema für Bürokratieabbau. Es hat übrigens auch etwas mit Datenschutz zu tun. Der Lob für das Open-Data-Gesetz der letzten Landesregierung, das kann ich aber nicht so ganz nachvollziehen, weil es ist voller Kann-Bestimmung. Es ist wirklich nur ein Bonsai-Open-Data-Gesetz. Und da muss dringend mehr getan werden in Hessen. Ich teile aber die Forderung von Herrn Kollegen Leveringhaus, dass wir zu einem echten Transparenzgesetz für Hessen kommen müssen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und wir erkennen, dass wir den Datenschutz modern denken müssen, dass wir den Datenschutz europäisch denken müssen, dass wir Open Data voranbringen müssen. Und in diesem Sinne viel Erfolg für Ihre Arbeit, Herr Datenschutzbeauftragter. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Kollege Stirböck. Das Wort hat der Innenminister, Staatsminister Prof. Posek. Bitte sehr. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, sehr geehrter Herr Prof. Roßnagel, gestatten Sie mir, dass ich aus der Sicht der Landesregierung zu Ihrem 51. Tätigkeitsbericht Stellung nehme. Auch von Seiten der Landesregierung möchte ich zunächst Ihnen, lieber Herr Prof. Roßnagel, und auch Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ganz herzlich Dank sagen für Ihre hervorragende, für Ihre wichtige Arbeit. Und ich glaube, die Debatte und Ihr Bericht haben es deutlich gemacht, dass diese Arbeit wichtiger denn je ist. Der hessische Datenschutzbeauftragte steht für hohe Kompetenz. Sie verfügen in Ihrer Behörde über eine herausragende fachliche Expertise. Und Sie gehen dabei auch pragmatisch und mit Augenmaß vor. Und deshalb sind wir für Ihre Tätigkeit auf Seiten der Landesregierung über alle Maßen dankbar, lieber Herr Prof. Roßnagel. Es ist erfreulich, dass Sie auf Seiten des Landes Hessen keine gravierenden Verstöße gegen das Datenschutzrecht festgestellt haben. Das ist auch eine Bestärkung für uns in unserer täglichen Arbeit.
Der Datenschutz ist für uns keine Nebensache, sondern er ist Hauptanliegen, und er wird im Regierungshandeln auf allen Ebenen berücksichtigt. Wir haben es heute schon mehrfach gehört, die Digitalisierung erfasst das gesamte gesellschaftliche Leben, und mit der Digitalisierung sind viele Chancen, aber eben auch Risiken verbunden. Und deshalb geht es auch immer wieder darum, dem Datenschutz im Rahmen der Digitalisierung den richtigen, den wichtigen Platz auch einzuräumen. Und dafür sorgen Sie natürlich auch mit Ihren wichtigen Hinweisen, mit Ihren Impulsen, die Sie uns geben. Heute berät das Europäische Parlament über die weltweit erste Gesetzgebung zur künstlichen Intelligenz. Auch dabei spielt natürlich der Schutz der Daten eine entscheidende Rolle. Und viele Menschen haben durchaus Sorge, mit welcher Datenflut heute hantiert wird. Und viele Menschen sind an dieser Stelle auch etwas hilflos und wenden sich deshalb auch an Politik und an Datenschutzbeauftragte, damit es Grenzen gibt, damit diese so undurchschaubare Welt doch einigermaßen auch beherrschbar bleibt. Gleichwohl, uns werden auch weiter Spannungsfelder und Zielkonflikte beschäftigen, die auch schon in der Debatte heute angesprochen wurden. Natürlich steht das Thema der inneren Sicherheit, für das auch der Innenminister verantwortlich ist, immer wieder in einem Spannungsfeld zum Datenschutz. Und es kommt darauf an, dass wir an dieser Stelle die richtige Balance finden. Und wir machen uns im Moment auch intensive Gedanken, wie wir unsere Demokratie schützen, wie wir diese wehrhaft ausgestalten können gegen Feinde der Demokratie, die immer mehr Zulauf erhalten. Auch an dieser Stelle gibt es Spannungsfelder zwischen der Wehrhaftigkeit der Demokratie auf der einen Seite und dem Datenschutz auf der anderen Seite. Möglicherweise werden wir auch in der weiteren Zusammenarbeit an der einen oder anderen Stelle unterschiedliche Perspektiven einnehmen. Auch unterschiedliche Meinungen sind schon einmal möglich. Aber ich bin ganz optimistisch nach der bisherigen Zusammenarbeit, dass wir immer wieder gemeinsam zu guten Ergebnissen kommen und der Datenschutz dabei eine herausragende Rolle einnimmt. Sie haben es, glaube ich, auch an der Stellungnahme der Landesregierung zu Ihrem Bericht gesehen, dass wir an einem Strang ziehen und dass wir dort, wo es notwendig ist, auch sehr gerne Ihre Impulse aufgreifen und entsprechend danach auch handeln. Auch in Hessen hat Datenschutz Verfassungsrang. Seit 2019 ist die informationelle Selbstbestimmung auch Bestandteil unserer hessischen Verfassung. Und danach müssen sich alle Staatsgewalten richten. Das ist für uns Maßstab, das ist für uns Antrieb. Lassen Sie mich zum Schluss noch auf zwei Themen ansprechen, die in der Debatte auch eine Rolle gespielt haben. Das Adressthema, das von Seiten der AfD benannt wurde, wird angegangen. Das kann ich jedenfalls versichern. Das ist ein Vorhaben der schwarz-roten Landesregierung im Rahmen der Reform des Kommunalrechts, Kommunalwahlrechts, dass wir einen Verzicht auf die Adressen ins Recht aufnehmen, damit es nicht zu Gefährdungen der Menschen kommen kann. Herr Stirböck, Sie haben das Thema Bürokratieabbau angesprochen. Das ist für diese Landesregierung ein herausragend wichtiges Thema. Ich finde nicht, dass das Thema jetzt allein mit dem Datenschutz zusammenhängt, sondern es geht natürlich weit darüber hinaus. Und ich weiß nicht, ob Ihre Meinung so ganz stimmig ist, wenn Sie sich auf der einen Seite für einen ganz weiten Datenschutz aussprechen, auf der anderen Seite dann aber den Bürokratieabbau auch reklamieren. Auch an dieser Stelle haben wir ein Spannungsfeld. Auch an dieser Stelle kann es einen Zielkonflikt geben. Und auch hier kommt es darauf an, dass wir hohe Standards, gerade auch beim Datenschutz grundsätzlich beibehalten. Ich versichere Ihnen, dass aber auch das Thema des Bürokratieabbaus in dieser Landesregierung immer wieder mitgedacht wird und dass wir die richtigen Ergebnisse in diesen Zielkonflikten finden werden. Herr Professor Roßnagel, ich wünsche Ihnen weiter viel Erfolg
für Ihre Aufgabe, für Ihre immer wichtiger werdende Aufgabe. Ich freue mich persönlich als neuer Innenminister auch auf die Gespräche. Wir haben uns gerade draußen auch schon verabredet. Ich bin optimistisch, dass wir diesen respektvollen, kooperativen Stil, wie er in Hessen besteht, fortsetzen werden. Und davon profitiert vor allem auch der Datenschutz. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Minister. Herr Professor Rosnagel, Dank, Lob, Anerkennung und Respekt über alle Fraktionsgrenzen hier hinweg und von Seiten der Landesregierung. Das erleben nicht viele, die hier sprechen in diesem Haus. Deshalb auch von mir noch einmal herzlichen Dank, alles Gute. Und das ist sicherlich auch Ansporn für Ihre weitere Arbeit. Glück auf und alles Gute für die Zukunft. Sie sind herzlich eingeladen, wenn Sie wollen, auch an der Sitzung weiter teilzunehmen bis heute Abend. Aber das könnte man auch was anderes vorstellen. Ja, gut. Das könnte man was anderes vorstellen. Mit dem Professor Rosnagel wäre ich jetzt zum Frühschoppen gegangen, mal eine Stunde, aber das ist ja wieder was anderes. Gut, dann können wir diesen Punkt mit der Kenntnisnahme abschließen.